Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier vom Arsch, dabei, was der Ecke her. Grüße. Tja, Heuernte geht an. Ich habe es übergeben an Crossplay und an Autodrive. Aktuell fährt er zwar nur ins Hofsiedlung, aber ich würde mal gleich einen Kurs einfahren für unser Heulager. Dazu springe ich mal rüber. Richtige Fahrzeug finden dafür, ja, Radlader kann man benehmen. Dann können wir es umstellen aufs Lager. Jo. Ja, der neue DLC soll ja rauskommen, ne? Also mit Goldkarte kann man sagen, ne? Volvo und eine schöne Force-Karte. Wer Lust und Laune hat, kann sich voll reinstürzen. Aber erst November. Vor soll noch ein anderes DLC kommen. Bin ja gespannt, was für eins. Jo. Aber wird schon werden, ne? Hoffentlich. Und wenn nicht, bin ich nächstes Jahr schlauer. So. So, Kurs einfahren mit. Für. Abladen Heu. Das müsste so passen. Auf geht's. Nachjustieren muss ich hinterher. Oh, hier sind die Rehe da. Schließen wir hier vorne an. Zack. Und das haben wir schon mal. Ja, Autodrive bekam ja auch ein Update. Aber das war im Grunde eine Fehlerfix. Aber bei mir trat da keine Probleme auf. Ich habe es nicht benutzt, soweit ich weiß. Bei der Beschreibung, was Holger mal gemacht hatte, hatte da keine Probleme gehabt, weil ich es noch nicht gemacht hatte. Und wegen Förderband. Nutzung, WLAN, NLAN. Wir brauchen Geld. Ja, und das ist jetzt gerade mein Thema. Geld. Du zahlst eine Steuer. Eine Variante. Da du auch ein Arschlocker bist, war das nix. Die andere Variante wäre, da oben, wo der Kies rumliegt, den zu verkaufen. Okay. Müsste man nur irgendwie was einfallen lassen. Mit was? Anhänger haben wir ja. Und ja, wir nutzen Förderband. Oder Radlader halt, ne? So. Aber dann wollen wir sehen, wenn wir die Ernte reinkriegen, die Aussaat muss laufen und ja, alles andere halt, ne? Ist eher was vom Winter. Oh. So. Gut, das klappt, mal schauen. Muss ich gleich mal programmieren. Ich sehe schon, was Probleme bereiten könnte, wäre er hier.
So. Wo ist der Fahrzeug? Oh. Soll ich die Förderbänder kaufen oder mieten? Ich habe doch gesagt, wenn wir Zeit haben dafür. Ja, ich habe ja Zeit dafür. Dann. Was kostet eine Miete so? Was kostet ein Förderband an Geld und was an Miete pro Tag? Also, das, was vom Boden aufnimmt, kostet 5000, wenn man es kauft. Und Miete, Basiskosten 100 pro Arbeitstag 10. Kannst du ruhig kaufen, das ist ja nicht auch egal. Okay, ich hab's auch dann gemietet. Somit. Nee, ich meine, sonst ist aber den Preis irgendwann. Und dann noch einmal 38.000 Euro zum Kaufen und 2.000 Euro mieten. Jo. Mach wie du denkst, ist mir egal. Ja, so. Oh, ich hab Geld ausgegeben, was ist das schön. Ja, ne? Jo. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich Geld ausgebe. Weißt du warum? Nicht mein Geld. Also wenn ich ihn echt ausgebe. Auch schon. Teil ist gerade, haben sie die Preise für Dings geändert. Komm mitfahren. Ja, Aufnahme läuft. Ich guck gerade, du willst aber schon einen Wochenstart. Vielleicht wird das Gelände noch kaufen, ich weiß das nicht, aber wahrscheinlich ja. Ich fahre da jetzt hin, wo das Sägewerk ist. Ja, da haben wir auch ein Stückchen, stimmt. Ansonsten da, wo es Kieswerk ist, ich glaube irgendwo hier bei Feld 16 da oben, aber einer nach dem anderen. Sein Spectre-Mod ist ganz schön lang geworden, ne? Ja. Oben links. Schön gebadet vorhin. Glaub ich dir. Ich auch. Wenn der Schweiß von der Haut runtergeht. Und nicht mal alles klebt. Angenehm. Heute wäre ich fast gar nicht gekommen zu nach Hause. Warum nicht? Der hat mir fast erwischt. An der Ampel. Als Fußgänger. Die Ampel war bei mir auf grün. Ich war aber heute etwas träge. Nicht so sprinthaft, ne? Also gemütlich. Ich wollte gerade losgehen. Fährt ein Auto vorbei mit praktisch Vollbremsung und steht mitten auf dem Zebrastreifen. Ja. Weil das Auto war nämlich auch bei Rot gewesen. Wenn der grüne Pfeil blinkt, also der grüne Pfeil zum Abbieger blinkt, das ist noch ziemlich genau 5 Sekunden, dann ist meine Ampel auf grün. Wenn ich das so gemacht hätte wie immer, gezielt hätte und dann wäre ich den Auto, wo es grün ist, einen Schritt gemacht. Dann hätte er mich voll, oder sie in dem Falle, voll erwischt. Ja. Es wäre zwar da 2 Meter zum Stehen gekommen, aber hundertprozentig wäre das nicht gesund gewesen. Hätte ich längere Zeit frei gehabt. Nur halt mit gebrochenem Bein, das ist irgendwie blöd. Ah, die Aussaat läuft auch schon. Kaufst du Dinkel? Nö, der wird weiterverarbeitet. Zu Mehl. Achso, ja, okay. Planung liefern die Regen da oben. Ne, ist richtig. Die Produktion laufen.
dafür richtig Geld verdienen, ne? Genau. Ja, ich brauch hier noch ein Auto. So ein Sportwagen, ne? Porsche. Also Lamborghini. Hast du schon? Na du, für dich betrifft's ja noch nicht, aber. Ja. Die wollen den Neuwagen ab nächstes Jahr so verkaufen, als Pflicht, dass die automatisch, wenn ein Schild steht, zum Beispiel 60, dass der automatisch dann abbremst und dann nur die 60 fährt. Mhm. Das heißt, wenn Autobahn eine Baustelle ist, mitten in der Nacht, und du fährst dann nur 60, dann weißt du, wie weit du vorkommst. Na ja, gut, wenn du da auf 70 fährst, passiert auch nichts. Weil ja die Chose ja meist doch ein bisschen ungenauer ist, die Tacho jedenfalls. Gut, bei Baustellen bin ich vorsichtig, muss man dazu sagen. Weil da ist das zu teuer mit dem Blitzen, ne? Ja. Aber wenn eine Autobahn da steht, meistens, wenn er mal 130 steht oder so, dann ist es oft so, dass ich sage, naja, da kannst du auch 140 fahren, ne? Oder 35 zumindest. Das hat funktioniert. Gut, der fährt aber wieder hin. Vielleicht muss ich mal mehr einstellen, dass er da weiß, wo er anfangen soll. Der liebe Fahrer hier mit der Mütze. So, da kann der Radlader zurück. Wir haben nächstes Jahr viel Arbeit. Ja. Stand heute. Kann sich ja flacher die erinnern. Unter Umständen. So, was man nicht hoffen wollen, ne? Hm. Ach, das ist auch unser Feld. Wir haben so vieles, ne? Boah. Silage ist bei 94%. Die ersten. Die letzten in dem Sinne. Die ganz vorne haben 97%. 98, das dauert nicht mehr lange. So. Dann bräuchte ich noch einen zweiten Ladewagen, ne? Ich schalte mal durch. Ach, du bist ein Spezialprofi. Die anderen sind. Ach! Fährst du mit einem riesen Fahrzeug? Natürlich. Überschlag dich bloß nicht. Ach, hab ich schon einmal. Das tut so weh mit Überschlagen. Jo, so, wir haben ja auch kein anderes Fahrzeug mehr frei da. Ein Traktor ist frei. Aber ich fahre dir eins zum Hof. Ja, jetzt hab ich sowieso den. Ich meine nur, der steht eh noch rum, muss eh weg. Du kaufst Geld, sogar Lohn. So viel Geld haben wir leider nicht. Du hast ja so viel ausgegeben schon wieder. Ja, wo ist das ganze Geld hin? Wir haben so viel gehabt. Jo. Naja, unser Geld ist ja eigentlich die Rohstoffe, die in der Produktion ist, ne? Eigentlich so. So. Morgen ist Samstag. Werde ich mich schön ausschlafen. Die ganze Woche habe ich ausgeschlafen übrigens. Ich habe Verspätung gehabt. Ja. Ich habe auch ausgeschlafen. Hatte nämlich frei. Weil keiner zu Hause war. Und das. Sonst hieß es vielleicht musst du morgen früh aufstehen um 7 Uhr. Ja. Rasenmähen. Nee. Nee?
Nee. Mit einer Nagelschere. Jeden Halm genau. Einzeln. Und dann zählen, eine Inventur, zählen. Jeden Halm einzeln. Mhm. Die du schon gezählt hast, musst du weiß einstreichen. Ja. Ne? Mit einem kleinen Pinsel. Natürlich. Das wär's doch. Und da kommt der Regen und dann ist weggewischt, ne? Ja. Mist, wieder von vorne anfangen. Das wäre doch was, ne? Definitiv. Total. Das verdient du gerade Geld, ne? Kann den Nägel ausgeben. Oh, machen Sie mir was. Goldbahn wäre nicht schlecht. Ja, träumen beide. Du kannst ja auch einen Ziegelstein nehmen und mit Goldfarbe anstreichen. Könnte man machen, ja. Nur bringt das nichts. Ist richtig. Das kriegt jede Bank mit, wenn er hinkommt, sagt, ich hab einen Goldbahn, möchte gerne eintauschen. Erstens hast du den Stempel nicht, was du brauchst, denke ich mal. Und dann passt das Gewicht vom Ziegel und vom Goldbahn nicht. Behaupte mal ganz vorsichtig, der Goldbahn wird schwerer sein. Hab's auch noch keine in der Hand gehabt bisher, aber davon gehe ich aus. Jetzt Takt am Hof. Geht vorwärts. Ah, die war auch noch eine Weile. Denn die Bullchen. Ja, das geht bald zu Ende, dann kann der Dünger her. Arbeit fertig. Ah, ja. Nächstes fertig. Jetzt juckt das Ohr. Oh. Vom Wasser sind fertig. So, macht der andere eigentlich. Der. Fährt ein Scheiß. Wurde wieder voll. Kontrolle machen. Kies. Heu, Heu ist voll. Wahnsinn. Der Heufahrer ist voll. Hat allein gemacht. Brav. Schön, wenn alles funktioniert. Ja. Schönes Kies. Gut, dann kann ich weiterfahren. Achso, gut. Was jetzt mit Kies, ne? Das ist schön. Die haben die Cola-Preise erhöht. Ja, stört mich nicht. Mir schon. Also ich habe ja gesehen, letzten... War das Freitag oder was? Keine Ahnung. Ich wollte, war ich einkaufen und dann sah ich so bei Hofer, Aldi in dem Falle, eine Flasche 2,35. Und 2 Liter, ja. Glaube ich. Also das Wucher ist da 50 Cent mehr als sonst. Nimm einfach Wasser. Hier geht da schon Fische drin. Ist aber gesünder. Fischscheiße? Ja. Sind wertvolle Proteine. Also er hat keine Proteine. Nee, die Fischscheiße. Übrigens, jetzt nicht aktuell auf Wasser, ne? Ah, so ist fein. Ja.
Aber wenn ich eine Kohle anfange, muss ich auch leer machen. Das ist viel, bei 2 Liter. Ja. Einfach keine kaufen, dann fängst du nämlich auch keine an. Naja, die war jetzt ein Angebot letztes Mal. Ja. Und bei sowas schlage ich meistens zu. Na gut. Da kann ich nicht widerstehen. Aber bei der 2,35 habe ich gesagt, nö, das kaufe ich mal nicht. Eben habe ich gesehen, haben die neue Dinge hergestellt. Neue Zette. Neuentwicklung irgendwie. Ja. Wenn du auf einen Zette guckst, da sind Rohre drauf. Die muss ich strahlen. Also reinigen. Ganz schwere Arbeit. Irgendwas sagt mir, die Zeit ist vorbei. Sagt ihr das? Ja. Ich hab so ein Gefühl. Passt doch schon so. So, Leute, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Sagen wir schon dankbar, dass ihr reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier, der Marsch. Tschüss. Ciao.